15 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer chronischen Erkrankung. 1 Million benötigen eine spezielle Behandlung. Seit Herbst letzten Jahres können Schmerzpatienten solch eine Behandlung in Osterhofen bekommen. Denn vor einem halben Jahr hat die Amputationsklinik in Osterhofen ihr Angebot erweitert. Und er hat hier seit kurzem das Sagen. Dr. Nils Nowacki. Wir wollen jetzt hier eine vernünftige und große Schmerzabteilung aufbauen, haben entsprechende Ideen und Perspektiven und sehen hier auch entsprechend die Notwendigkeit und sagen so, das ist für mich natürlich hier eine langfristige Perspektive. Zuletzt war der 50-jährige Chefarzt der Orthopädie- und Schmerzabteilung in einer Fachklinik in Bad Füssing. Dass er sich nun für Osterhofen entschieden hat, hat verschiedene Gründe. Weil mich zum einen die Aufgabe natürlich reizt, hier in dem Bereich jetzt neben der schon etablierten Amputationsklinik ein neues Segment zu öffnen, weil einfach der Bedarf da ist. Und zum anderen natürlich, weil die Region sehr schön ist und ich familiär entsprechend hier verbunden bin. Die neue Abteilung hat auch bei der Deutschen Rheuma-Liga aus der Oberpfalz für Interesse gesorgt. Eine Gruppe von rund 50 Mitgliedern besichtigte am Freitag die Räumlichkeiten. Das Zentrum für Schmerztherapie richtet sich hauptsächlich an chronische Schmerzpatienten. Sind die Schmerzen so extrem, dass eine ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht, können sich die Betroffenen unter verschiedenen Voraussetzungen hier einweisen lassen. Ziel ist es, die Patienten nach circa 2 Wochen mit einem deutlich niedrigeren Schmerzniveau zu entlassen. Das soll mit der multimodalen Behandlung erreicht werden. Man guckt nicht nur nach den rein organischen Problemen der Patienten, die er vielleicht aus der Vorbehandlung kennt, Spritzen, Medikamente, sondern man guckt letztendlich auch immer auf weitere Belastungen, jetzt im Bereich der Psyche, im Bereich von vielleicht Depressionen, Angststörungen, im Bereich dann auch von Defiziten in der Beweglichkeit. Neben Nowacki arbeiten auf der Station 2 weitere Ärzte, 2 Psychologen, eine Psychotherapeutin und ein Pflegetherapeut. Wir wollen erstmal hier natürlich unsere Klinik als solches bekannt machen, dass wir hier sehr gute Arbeit leisten, dass entsprechend die Kommunikation mit den zuweisenden Ärzten, Hausärzten pflegen und den Patienten diese Angebote, die wir haben, auch entsprechend unterbreiten können. 28 Patienten können hier stationär behandelt werden. Das wären rund 800 Menschen pro Jahr, die nach der Behandlung ihren Alltag mit mehr Lebensqualität bewältigen könnten.